Hallo, ich bin Galina. In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie man Gänsebrust auf Niedrigtemperatur zubereitet. Wer den Geschmack von gebratenem oder geschmortem Fleisch zu schätzen weiß, wird Gänsebrust sicherlich lieben. Vor allem dann, wenn sie bei Niedrigtemperatur gegart wurde, bleibt der aromatische Geschmack in seiner besonderen Form erhalten. Dabei müssen Sie aber einige Aspekte berücksichtigen. Auf jeden Fall sollte das Fleisch von erstklassiger Qualität sein. Deshalb holen Sie am besten das Fleisch frisch vom Metzger. Nun erhitzen Sie das Öl in der Pfanne und braten Sie das Fleisch von allen Seiten für etwa 3 bis 4 Minuten gut an. Nutzen Sie diese Zeit, um den Backofen auf etwa 80 Grad Celsius aufzuheizen. Wenn Sie sich so ein Bratenthermometer anschaffen, so können Sie immer die Kerntemperatur des Fleisches feststellen. Nun legen Sie zunächst das gebratene Fleisch auf einen Backblech. Danach können Sie entweder das Fleisch würzen oder alternativ 1 Liter Gemüsebrühe zubereiten und mit dem das Fleisch begießen. So nimmt das Fleisch beim Braten die gewürzte Flüssigkeit ein. Nun stellen Sie die Gänsebrust in den Backofen und stecken Sie den Bratenthermometer hinein. Idealerweise beträgt die Kerntemperatur des Fleisches mindestens 65 Grad Celsius, soll aber nicht zu hoch sein. Wenn das Fleisch fertig ist, können Sie die Brust in Stücke schneiden und nach Belieben servieren. Bon Appetit!